Herzlich willkommen zu diesem Video, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Leute, ihr seht schon, wir sind hier in einem Skatepark. Problem ist, es ist nass. Ich wollte eigentlich ein anderes Video drehen, aber das hält mich natürlich nicht ab, hier zu drehen. Denn ihr seht schon im Titel, was wir heute machen werden. Wir werden einfach heute Flat-Tricks machen, was ich so alles als Flat-Trick kann. Ich wette, die meisten wissen gar nicht, was für Flat-Tricks ich alles kann. Aber ich muss erstmal einfahren, um die ganzen Flat-Tricks zu machen. Und ihr seht schon, ey, das ganze Ding ist komplett nass. Also, wenn ich hier einmal rauffahre und ein bisschen wegrutsche, dann wird es wirklich nur eine Drift-Party sein. Deswegen kann ich das Video, was ich hier eigentlich geplant habe, nicht drehen. Aber wie gesagt, ich bin natürlich top vorbereitet. Herzlich willkommen zu diesem Video und willkommen zu diesem Banger-Flat-Video. Ja. Ihr seht schon, hier ist es komplett harzig. Ich weiß nicht, was hier immer los ist. Ich glaube, hier sind die meisten Trinkabende für die ganzen unter 16-Jährigen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber das hält uns nicht ab. Ich zeige euch einfach mal, was ich so alles kann. Natürlich ist es hier auch noch rutschig. Und der Boden ist natürlich auch nicht so der beste. Okay, wir fangen natürlich an. Table Flat. Wir steigern uns natürlich immer ein bisschen. Und Leute, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Alter, ey, mein Wheel ist jetzt schon komplett dreckig, weil ich durch die ganzen Ritzen hier falle. Wie gesagt, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit den Flat Tricks. Okay, wir haben jetzt schon mal Tail Barspin. Haben wir schon gemacht. Gut, weil wir das haben, müssen wir natürlich das alles Oppo machen. Das heißt, einmal Heel Whip und einmal Oppo Barspin. So, Oppo Barspin, echt eklig. Wir können einen 360. Den haben wir auch easy drin. Ich weiß gar nicht, ob ich den Oppo kann im Flat. Ich denke schon. Ja, tatsächlich. Leute, und übrigens, erster Link in der Videobeschreibung, könnt ihr euch meine Kurse euch angucken. Das heißt, ihr geht auf den ersten Link in der Videobeschreibung, guckt euch einfach auf meiner Webseite die ganzen Kurse an, die euch vielleicht ansprechen werden. Und dann könnt ihr euch einen aussuchen. Macht's auf jeden Fall, bevor der komplette Sale vorbei ist. Es ist gerade richtig reduziert, deswegen beeilt euch. Gut, aber jetzt machen wir erstmal weiter. Was haben wir noch? Double Table machen wir einfach mal. Mir fällt nichts anderes gerade ein. Okay, easy. Das ist nice. Double Tail Whip bockt auch sehr dolle. Wir hätten vielleicht was einfacheres machen sollen, wie zum Beispiel Down Whip oder 180 Whip. Deswegen versuche ich mal Double Heel Whip. Der wird schon ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht, ob der First Try wird. Oh, hier sind überall Glassplitter. Es ist so komisch. Es ist so nervig, hier abzuspringen. So. Ah, scheiße. Oh, das tat nur weh. Ich bin nur mit dem Fuß gegen das Wheel gekommen. Na gut, aber hier sollte trotzdem drin sein. Double Heel ist auch drin, nice. Sehr, sehr cooler Trick und eigentlich ist das so ein Trick, den mache ich nie. Und ich brauche tatsächlich relativ oft, um den zu schaffen. Aber der ging tatsächlich gerade Second Try. Sehr, sehr cool. Die Sonne kommt jetzt auch raus. Das ist ein gutes Zeichen. So, was haben wir jetzt? 180 Whip, Down Whip. So, welche Tricks wollte ich machen? Deswegen machen wir einfach mal direkt einen Downside Tail Whip. So. Oh, Gottes Willen. Nicht der schönste. Was haben wir noch? 180 Whip. Und danach kommen schon die schweren Tricks, Alter. Auch nicht so der leckerste Trick. Aber der geht trotzdem klar. Und ich Whip ist auch drin. Nice. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, bis wo ihr mithalten könnt mit den Flat-Tricks. Oder ob ihr vielleicht sogar noch krassere Flat-Tricks könnt. Ich bin natürlich nicht ein Flat-Fahrer, deswegen bin ich nicht der krasseste und mache jetzt, keine Ahnung, irgendwo Bright Flat oder so oder ein Buttercup-Flat. Aber so die ein oder anderen Tricks kann ich auf jeden Fall auch. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht seid ihr ja besser als ich im Flat. Und ihr könnt mich nächstes Mal im Skatepark nach einem Game of Flat fragen. Weil wenn ihr euch sicher seid, dass ihr gewinnt, dann werde ich vielleicht verlieren. Okay. So, wir haben jetzt 180 Whip. Down Heel Whip. Ist ja auch noch ein Trick, ne? Normalen 180, aber ein Oppo Tail Whip. Okay, der ist auch drin. Oh Gott, der M360 wird eklig. Den kann ich nicht so gut, aber ich versuche trotzdem natürlich mein Bestes. So, was gibt es noch für Tricks, was man so alles machen kann? Also mir fällt immer nichts ein, wenn ich flat fahre. Aber wenn ich dann irgendwie ein bisschen drin bin, dann kommen auf jeden Fall richtig krasse Ideen. So, was haben wir denn noch? Ah, ich weiß was. So, hier Rewinds eigentlich müsste ich auch können. Boah, aber Jahre nicht gemacht. Ich glaube, das ist schon gerade ein bisschen zu krass. Deswegen machen wir einfach mal Unkickles in beide Richtungen. Wir fangen einfach an mit dem einfacheren für mich, den Unkickles. So, komplett nur auf meine Brake gelandet. Alter, aua. Das tat weh. So, der war normal. Also, das heißt wie ein Unless Kickless. So war der für mich normal. Und jetzt mache ich ihn Oppo. Das heißt, fange mit einem Oppo Tail Whip an und ziehe ihn so zurück. Vielleicht geht er auch First Try. Mal schauen. Und er geht wirklich First Try. Alter, krank. Heftig. Okay, den haben wir auch. Unkickless. Sehr flat. Sehr flat, hä? Bin schon komplett durcheinander. Sehr, sehr cooler Trick auf jeden Fall. Ich mag Unkickless sehr dolle und flat macht ja auch sehr viel Spaß. Okay, ich werde jetzt keine Kickless-Spry-Whips flat machen, aber wäre schon heftig, oder? Den würde ich auch mal gerne versuchen. So einfach mal aus Kickless-Spry. Weiß ich nicht, Digga. Der wäre krass. Soll ich einfach mal aus Joke versuchen? Okay, ja, da muss ich richtig den Kickless unnötig dolle ziehen. Nee, da mache ich einen Oppo-Buttercup oder so. Gute Kickless-Spry ist raus. Dafür ist aber Kickless drin. Kompletter Voice-Cracker gewesen an der Stelle, falls jemand aufgepasst hat. Kickless-Rewind sollte ich können. Habe ich lange nicht gemacht. Mal schauen. Oh, Alter, ey, wenn ich meine Rolle angucke, ist sie grausam aus durch das Wetter. Was ich nicht alles tue für euch. Kickless-Rewind flat. Alter, ey, gerade ist alles First Try. Sehr nice. Das liegt ganz sicher an dem kurzen neuen Deck, was ich habe. Habe ich ja letztens gekürzt in meinem letzten Video. Bro, das ist echt nice, nice. Okay, wir sind schon relativ gut dabei mit den ganzen Tricks tatsächlich. Bin sehr zufrieden, Alter. Das ist sehr krass. Aber wir müssen natürlich auch weitermachen. Deswegen, boah, jetzt wird's eklig. Meine Hand ist kalt. Wir machen jetzt einen Finger Whip. Nein, Leute, ich Dulli. Ich habe so krasse, einfache Tricks vergessen. Wir machen 360 Bar Spin. Beziehungsweise erstmal 180 Bar.
So. Und vielleicht nochmal ein Oppo und 80 Bar. Okay. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das ganze Video angeguckt habt, wie viele Tricks ich gemacht habe. Also, nehmt euch einen Zettel, schreibt es gerne auf und schreibt es dann in die Kommentare. Aber habe ich sowas nicht gemacht? Auch 360 Tail Whip, 360 Bar Spin? Ey, ich mache Finger Whip, ich mache Kickless, ich mache Unless. Das wäre ein bisschen chillen. So, 360 Bar. Auch nicht mein Lieblingstrick im Flat. Oh, nee. Ich wünschte, der Boden wäre einfach nur so richtig clean wie da vorne in diesem Skatepark. Aber man kann sich nicht alles wünschen. Deswegen muss ich ihn jetzt machen. Okay, ja, nein, ja, was soll ich sagen? War überhaupt nicht schön, aber war geschafft. Truck Driver Flat. Hört sich so cool an, Truck Driver. Ich mag das Wort voll. Weiß ich auch nicht warum. 360 Whip. Oh, das wird ein Kampf. So, komm schon. Dreier Whip Flat. Vielleicht sogar auch First Try, mal schauen. Oh, ich rutsche die ganze Zeit weg. Ist das nervig? Ja, nee, ah, oha. Ja, passt. Knappes Ding. Deswegen sollte der hoffentlich Second Try drin sein. Okay. Nicht der schönste. Wir machen ihn nochmal. Ja, okay, der war gut. Der war gut. Der zählt, den lassen wir gelten. Ah, oh, ich hasse drei Flat. Aber es geht tatsächlich sehr schnell klar, alles hier. Alter, so kann ich mal öfter meine Flat-Tricks lernen. Das ist gut, dass ich das Video drehe, Freunde. Es gibt natürlich auch noch Tricks wie Fake 360, 540s und so, aber die finde ich irgendwie langweilig. Tail Whip Bar Spin, das ist jetzt ein schwerer Trick. Gerade bei der Kälte, gestern lag hier noch Schnee. Tail Whip Bar Spin Flat muss ich jetzt mal machen. Mal gucken. Ich sag Second Try mit der. Na, vielleicht wird er auch First Try. Mal gucken. Er wird Second Try, hoffentlich. Boah, es ist so verdammt kalt, es tut einfach nur weh, den Bar Spin loszulassen. Schon beim Oppo 180 Bar war es schon echt so, dass es weh getan hat. Au, Junge, Bro, alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, ich muss ihn auf jeden Fall schaffen. Oh mein Gott, den lassen wir. Alter, ich hab grad, oh, ich wette, ihr habt das nicht gesehen. Ey, ich bin gelandet und beide Knöchel so. Ah, oh, ich wünschte, man hätte das von außen gesehen. Oh mein Gott, ich dachte, Alter. Bro, das war gerade zu viel. Oh, ich hatte den Bastion so late geworfen. Ey, meine Hand ist so taub gerade. Oh mein Gott, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich übertreibe wirklich nicht gerne. Aber das ist gerade echt, Alter. Ich fühle einfach meinen Ringfinger gerade nicht mehr. Bro, das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Oh mein Gott. Oh, tut das weh. Na gut, ich versuche andere Tricks. Finger-Whip. Ah, Whip-Bar 1:0 gegen mich. Alter, das hat weh. Jetzt Finger-Whip mit der gleichen Hand, wo meine Hand wehtut. Na super. Ich hoffe, Finger-Whip sollte drin sein. Nur einen Frontflip gemacht. Ist das ekelhaft. Bro, was ist das denn, ey? Ah, okay. Der mag was. So, Finger-Whip jetzt bitte. Ja, der zählt einfach. Ey, mir egal. Das ist mir egal. Ey, ich habe so viele Nachteile hier. Der Boden ist nass. Er ist einfach die ganze Zeit so holprig. Man fährt die ganze Zeit so. Ich bin mir auch sicher, ich werde nicht alle Flat-Tricks stehen. Eigentlich werden noch so Bri-Flips da kommen. Ich versuche nochmal einen Bri-Flip-Flat, weil den kann ich eigentlich. Ja, nee. Oh, das macht echt keinen Sinn. Rotom könnte ich auch nochmal versuchen. Nee, der ist Wii-Whip-Bar. Alter, meine Güte, ey. Normalerweise kann ich diese ganzen Tricks, aber unter den Bedingungen geht's nicht. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Boah, war das schlecht. Haut rein. Schreibt es mir in die Kommentare, welches Video gefallen hat und was ich als nächstes drehen soll. Peace.